Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Showdown Live, und zwar dieses Mal endlich im sozusagen fertigen Yu-Yu-Meter, denn da steht jetzt kein Beta oder kein Alpha dabei, also da steht nur noch Yu-Yu. Und dafür habe ich mir einen Gast dazu geholt, und zwar den lieben Lukas von Taudol. Hallöchen Leute, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ja. Ich freue mich. Das ist auch mir eine Ehre, und wir nutzen heute ein Team um Sub-CM Raikou, also Sub-Kanman Raikou und ein Stallbreaker Chandelure. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich, also es gibt jetzt keinen Grund mehr für uns Zeit zu verlieren, also ich kann das ja alles erklären, sobald wir im Kampf drin sind. Und okay, das ist H.O. Absolut. Mit Manny Bass. Farbigel wahrscheinlich im Lead. Aber ich frage mich, was aus ist. Ah, okay, aus das ist wahrscheinlich dann einfach der Setupper mit Shell Smash. Ja. Sehr interessant, aus das habe ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Warum auch immer man seine eigenen Hazards defoggen will mit Manny Bass, aber ja, darum geht's jetzt. Okay, womit wollen wir leaden? Einfach Crook und Taunten. Das ist eine sehr gute Idee, ja. Jotspin auf jeden Fall. Ich glaube nämlich nicht, dass er Magic Code hat, to be honest. Also. Denke ich auch nicht. Ich meine, wenn er es hat, dann ist das ziemlich schlecht für uns, aber wir können halt immer noch defoggen. Genau. Ich werde jetzt einfach mal taunten. Ich habe ein bisschen Angst vorm Zygarde, wenn ich ehrlich bin. Ja, damit haben wir überhaupt kein Switch in. Ja, das könnte interessant werden. Okay, okay. Der hat einfach gespawnt. Wir können einfach Stealth Rock legen. Genau. Auf jeden Fall. Und ich muss das auch taunten. Ja, genau. Weil ich sonst nicht weiß, was uns das eigentlich machen will. Okay. Ja, das hat wahrscheinlich nur den Foulplay oder klar. So drauf, aber. Ich glaube, es ist hier ganz okay, in Kälte zu gehen, oder? Ja, denke ich auch. Also ich glaube zwar auch, dass es Raikou nicht viel machen könnte, aber. Ich bin mir nicht sicher, ob es den Sub mit Faustplay bricht. Ich könnte schwören, dass es den Sub bricht, also sollte okay, mehr als 25 sein. Gut, dann lohnt sich das auch nicht. Ja. Er hat auch keinen wirklichen Kalios-Switch, wenn man sich an die so anguckt, das ist ja ganz einfach. Ja. Ich könnte schwören, wir können hier einfach Hydro drücken. Das, und treffen. Ja, ja. Das wäre schön. Ja. Ich meine, ich glaube nämlich nicht, dass Gold den tweetet und. Nee, und der Burn ist halt leider in der 7th Gen nicht mehr so schön, wie er mal war. Richtig. Okay, ja, das ist. Oh, nice. Okay, er ist wahrscheinlich Sash, denke ich mal. Wollen wir das Risiko eingehen, hier die zweite Hydro zu drücken? Oder haben ich würde das Risiko ehrlich gesagt eingehen. Ja, wir haben auch nicht den überragenden Switch, okay. Und ja. Perfekt. Oh, okay, ich glaube, der Crit hat aber nicht gemattert, denke ich. Nein, der hat nicht gemattert. Wir hätten sonst 40 gemacht. Ja. Das wäre schon mal ziemlich schön, ja. Okay, super, super nice. Und was er jetzt reinswitchen kann, wäre sein Cloyster, aber es macht einfach nichts. Sehe ich gerade. Ja, und ich glaube auch nicht, dass Cloyster. Outspeedet Cloyster Keldeo überhaupt? Weil da muss er, glaube ich, schon komplett in Speed investiert sein, oder? Ich glaube, so. Es würde nicht mal outspeeden, wenn, wenn es plus 2 wäre. Warte, wenn er Jolly ist, hat er, glaube ich, 262. Und das sind alles okay. Gedanken, die wir an sich könnten wir jetzt safe bleiben, weil. Safe bleiben mit? Mit Keldeo raus switchen. Ja. Ich meine, wenn wir dann wieder rausgehen, können wir Skull spammen und das wäre, glaube ich, viel besser. Ich glaube, Bloody? Ich weiß nicht, Sold You, ich weiß nicht, ob der uns tooten könnte, oder wolltest du einen Xerox? Weil ich glaube, Alakazam wird momentan viel mit HP Fire gespielt. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, wir können in Latias gehen. Ja. Ich meine, wozu brauchen wir das sonst? Also. Okay. Die nächste Shadow Ball werden wir. Warum also, immer man auf Energy Ball geht. wahrscheinlich hat der Crocodile predicted. Ja, stimmt, das kann gut sein. Aber ich denke, Psyshock ist relativ safe. Da kommt eigentlich auch nichts drauf rein. Hier auf jeden Fall, ja. Ja, das droppt das schon. Auf jeden Fall. Es hat überhaupt keine Death, also wirklich nicht. Also der Crit hat auch nicht gemattert oder so. Okay, super. Und wie ich seit heute erfahren habe, es macht Sold You, meine Güte, auf mal 1,2 auf Spezialangriffen allerdings. Deswegen hat der Crit wahrscheinlich echt nicht gemattert. Latias ist ja, wie ist das denn ausgelegt? Wahrscheinlich Full Speed, Full Spezialangriff? Ja. Ja, so sieht's aus. Die meisten Latias sind das eigentlich immer. Ist der irgendwie gechoiced oder so? Weil er raubt. Okay, das sieht mir wirklich nach sehr damit aus, oder? Ja. Cloyster, okay, da wollen wir keine halben Sachen machen. Wir wollen Draco drücken, glaube ich.
Ja, er hat jetzt geeichert, aber ich meine, es mattert halt überhaupt nicht. Nee, tut's auch nicht. Können wir hier in Raikou gehen? Oder würdest du jetzt wir können auch Keldeo, wenn wir Keldeo und dann Sacred Sword, das ist eigentlich auch ganz gut, denke ich. Ja, ich glaube Keldeo ist Keldeo auch ist ganz gut. Besser. Keldeo ist besser, glaube ich. Und es sollte auch killen. Und im Gegenzug killt er uns eben nicht, also das ist der Vorteil. Ich bin mal gespannt, was er machen. Ja. Ich bin gespannt, ob sein Zygarde auch mit Choice gehabt ist. Aber ich glaube, das spielt man ja eher Bandit, oder? Sollte eher Bandit sein und Choice Scarf Ding der Manitan, genau. Genau, ja. Würde ich jetzt persönlich sagen. Das wäre eigentlich ziemlich gut. Aber dann müssen wir hier eigentlich Keldeo nicht riskieren, oder? Nein, überhaupt nicht. Crocodile vielleicht? Ich würde auch in Crocodile gehen. Oh. Okay. Vielleicht ist es nicht gechoiced. Alles kein Problem, wir haben ja noch Bullet Punch auf Scissor und wir sind Metal Code, also ist es geboostet. Und 20%. Genau, einen sollten wir auf jeden Fall noch leben. Ich würde hier auf Knockoff gehen, ja. Genau. Okay, das ist auf jeden Fall ein Range von Bullet Punch, denke ich, oder? Mhm, ja. Auf jeden Fall. Ja, perfekt. Wir hätten vielleicht gerade eben nicht auf Knockoff, sondern auf Earthquake gehen sollen, falls er vielleicht einen Z-Stein gehabt hat, aber das ist ja egal jetzt. Ja, einfach genau. Ein Scissor. Alles kein Problem. Wir können safe bleiben und Bullet Punch drücken. Das ist auf jeden Fall gewonnen. Also, der Minichan kann uns in keiner Welt mehr outspeeden. Also, ich meine, theoretisch hätten wir gerade auch Sword Sense gehen können und das wäre vielleicht cooler gewesen, aber sonst. Denkst du auch gerade an das selber, an das ich denke? Flexen und in Chandolo gehen? Ja, klar, auf jeden Fall. Okay, super. Wobei ich mir jetzt echt gut vorstellen könnte, dass er so ein Dulli ist und hier auf Steinhagel geht, um nochmal so ein bisschen Dominanz zu zeigen. Ja, ja, ist ja klar. Also wir können das wirklich hier nicht mehr verlieren, also es geht eigentlich gar nicht mehr. Das hat schade. Auch einen gesehen, ja, also ich hätte das gerne noch gesehen. Ich auch. Das wäre immer das Highlight gewesen des Matches, wenn das noch funktioniert hätte. Aber gut. Oh, Celebi. Oh, das sieht einfach nach später Oras Zeit, Juju, aus. Boah, voll. Ich glaube, das ist ein Valentin. Ja, ich glaube es auch. Aber gut, okay. Obwohl in der späten Oras Zeit wurde Christel ja nicht mehr so oft gespielt. Ich denke, wenn wir Roxas kriegen und Scissor. Ja, Scissor sollte ihn eigentlich ziemlich pressuren. Ja, denke ich auch. Habe ich das Gefühl. Denke ich auch. Es wird immer ein kleines Predict-Spielchen, wenn er ja sein Entei for free reinbekommt. Aber ich denke, wenn wir relativ früh Rox rausbekommen, wäre das gar nicht mal so schlecht. Wollen wir nicht gleich sogar damit leaden? Können wir machen, ja. Ich meine, was er im Gegenzug machen könnte, wäre mit seinem eigenen Crocodile leaden. Und das macht er auch. Super, okay. Er ist Hochmut. Das ist ja schon mal ganz gut zu wissen. Ich würde hier, glaube ich, sogar taunten, weil entweder er bleibt drin. Und wir fressen ein bisschen Damage, aber nicht so viel. Oder er geht eben raus und wir haben irgendwas getauntet. Können wir gerne. Ja, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Okay Knockoff, das ist okay. Das ist in Ordnung. Das könnte Scarf sein, glaube ich. Ich glaube auch, das ist Scarf. Wenn er Moxie ist. Ja, genau. Ich würde sonst auch einfach keinen Grund sehen. Bandit war das, glaube ich, nicht vom Damage her. Ja, ich würde hier einfach Rocks legen. Gut. Perfekt. Wir bekommen eigentlich einen relativ safen Switch in Chandelure. Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Die Sache ist halt, ich würde es eigentlich dann direkt taunten. Oder glaubst du, er switcht raus? Ich glaube, er könnte direkt in Entei gehen, aber warum sollten wir das riskieren? Also wir haben kein Problem damit. Ja, genau. Wir haben halt Keldeo, wir haben hier unser Latias, also. Ja, ich würde taunten. Okay. Gerade bei. Okay, Impulon, komm rein. Das ist auch gar nicht so schlecht, dann kann er immerhin nicht defoggen. Alles fein. Rocks legen. Ja. Wir sind super safe mit Keldeo auf jeden Fall an der Stelle. Außer er spielt jetzt hier die HP Electric. Oder wir gehen in Latias. Aber Latias kann halt leider nicht viel machen gegen das Teil. Also ich wäre für Keldeo. Ich weiß nicht, was denkst du? Naja, auf sein Keldeo müssen wir auf jeden Fall rausdoubeln, weil er Celebi hat. Ja, stimmt. Aber ansonsten finde ich das gut, ja. Das ist wirklich Gold und jetzt, ich bin mal. Ja, okay. Alter, damit können wir leben. Ja, es ist in Ordnung. Ich double hard in Krug raus. Ja, das hat geklappt. Ah, perfekt. Auch wenn Kiss. Ah, okay, warum
Geht man da in Cresselia? Ich weiß es auch nicht. Wobei, das hätte sich ja auch getankt. Ja, ich denke, ja. Wir bekommen hier einfach einen freien Knockoff raus, oder was möchtest du? Ja, Knockoff ist gut. Ich glaube auch nicht, dass er drin bleiben wird. Ja, genau. Das erstmal Knockoff ist ganz gut, ja. Passt. Und immer wenn er in Flawless geht, bekommen wir eigentlich ziemlich safe unser Chandelure raus. Das Gute ist, er muss jetzt viel hin und her switchen und wir haben die Rocks auf seiner Seite draußen. Das heißt, wir chippen sein ganzes Team so ein bisschen an. Das ist eigentlich ganz schön. Was ich jetzt vielleicht hier machen würde, ist erstmal scouten, ob er Flamethrower hat. Oder kann es Flamethrower? Flawless. Ja? Nee, Flawless kann nicht. Also ich habe noch nie eins mit Flamethrower gesehen. Also mich wird das ja, ich, wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung von ihm. Ich glaube, es kann. Also ich sag mal zu 99%, dass es nicht Flamethrower kann. Also theoretisch könnten wir dann einfach in den Scissor gehen, oder? Könnten wir auch. Ja, stimmt. Du hast recht. Ich würde das machen. Okay. Wish. Ich würde hier direkt U-turn. Ja. Entweder er protected und kriegt ein bisschen Health back. Darauf genau, können wir eben noch U-turn. Ja. Genau, ich denke, komplett egal eigentlich. Kann ja sonst wahrscheinlich auch einfach ein Enter raus und da ist U-turn, denke ich, der beste Play. Ja, eben, deswegen will ich da auch auf keinen Fall Momentum verlieren irgendwie. Ich glaube, das, was du am Anfang gesagt hast, stimmt einfach total. Das ist einfach. Das ist wahrscheinlich einfach sein 5-6 Monate altes 6-Gen UU-Team. Vielleicht will ich hier doch Sotsens drücken, denn wenn er rausgeht, dann ist sein Flawless auf jeden Fall nicht mehr healthy. Und wenn er drin bleibt, kriegen wir auf jeden Fall Damage. Klar, ist auch mit keinem Risiko verbunden eigentlich. Ja, Sotsens. Okay. NT hart rein. Ist hat. Ja, okay. ja, Flawless ist low, ja, das ist auch. Okay. Jetzt ist halt nur die Sache, wir müssen jetzt hier so eine kleine Prediction starten. Ich sag mal, Latias wäre irgendwie so der Midground-Play mehr oder weniger. Ich glaube, der wird uns wahrscheinlich auch mit Steinkante nicht Two-Hit KO'en. Wie viel macht Sacred Fire? Bandit Sacred Fire, ich weiß es nicht mal. Das kann ich mal eben nach. 30, denke ich. NTI, User Choice Band. Gegen ein Latias. Okay, es ist kein Two-Hit, alles gut. Okay, Oh, er macht. Oh, sehr interessant. Okay. Sein Crocodile. Weißt du was? Ich kalk mal eben nebenbei den Schaden irgendwie vom Anfangszug nach. Meinst du, er pursuited jetzt? Ja, eben. Das würde ich. Ich glaube, Scarf hat nämlich normalerweise nicht unbedingt den Pursuit drauf, aber so wie er es halt jetzt gespielt hat, denke ich, dass er uns Pursuit trappen wollte oder es zumindest irgendwie bluffen will oder so. Das ist schwer. Ja, das ist wirklich schwer. Okay. So, wir haben eins mit. Ich habe mal geschaut, wie er so steht. Und er ist in etwa unserem Bereich mit 1256. Also wir sind ja gleich sowieso auf der Ladder. Ja. Tatsächlich. Und er steht aber nicht ganz so gut. Hat auf jeden Fall einige Losses. Okay, das müsste Scarf sein. Also ich hatte den Schaden gerade nochmal nachgekalkt. Also wir würden den Pursuit so oder so tanken, denke ich. Also es kann auch sein, dass er Dreadplate oder so ist, aber. Ich glaube eigentlich eher, dass es Scarf ist. Ich glaube, jetzt auf Draco zu gehen wäre ganz okay, oder? Ja, denke ich auch. Ich meine, viel können wir da nicht machen. Ja, Pursuit kommt. Ja, das ist super. Den können wir das hätten wir jetzt gegenrüsten können. Ja, genau, perfekt. Also kein Problem. Ich hätte nicht gedacht, dass der Draco killt, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Ja. Also Soulju ist ein ganz nützliches Item. Ja, das stimmt. Das ist wirklich super. Gerade auf Latias. Das ist perfekt jetzt für Latias. Brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen mehr machen, dass er uns besucht hat. Latias hat jetzt eigentlich gegen alles ein ziemlich gutes Matchup. Gut, gegen Napoleon kann er nicht viel machen. Ich meine, wir können uns jetzt überlegen, wir können hier theoretisch boosten, wenn wir die Health haben wollen. Naja, theoretisch, wir brauchen sie eigentlich gar nicht. Nö, denke ich nämlich auch. Also, ich meine, wir können gegen alles andere auch roosten. Also, ich würde, glaube ich, hier sogar rausgehen. Ja, er wird jetzt ziemlich wahrscheinlich defoggen, denke ich. Möchtest du in Keldeo schon gehen oder was wolltest du probieren? Ich wäre jetzt wieder in Crocodile gegangen. Okay. Ich will nämlich die Rocks auf jeden Fall aufrecht behalten. Gerade für NT. Ja. Okay, jetzt lecke ich hier Rocks. Okay, er hat auch keine Sugar Berry, das ist schon mal ganz interessant, aber ich glaube, wir können die noch so nicht okonen. Das ist Gold. Er passt. Uns auch nicht, wenn wir nicht. Ja, schade. er hat geburnt, aber wir können ihn direkt wieder taunten. Ja, genau. Also, Rocks bleiben erstmal. Ah, perfekt. Super. Und ich kann damit leben. Und wir bekommen nochmal Knockoff raus. Auf jeden Fall, ja.
Das war auch meine Idee jetzt. Okay, Flogis. Okay, geht hart mit Flogis. Ja, okay. Aber damit können wir vollkommen leben. Ja, klar. Das ist auf Hälfte. Und wir können eigentlich wieder ins Scissor gehen, oder? Ja, ich glaube, der ist aber safe, wenn wir einfach Bullet Punch drücken, oder? Ich meine, wobei. An sich könnte er auch in sein Impoleon zurückgehen. Ja, aber da verlieren wir auch eigentlich ein wenig bei, wenn er in Impoleon zurückgeht, oder? Glaube ich, U-Turn jetzt einfach. Okay. Oh, okay. Ja, kein Ding. Aber ich meine, wir hätten es ja, glaube ich, outspeedet. Aber gut, dann hätten wir jetzt auch nicht großartig noch was gemacht. Das passt auch so, denke ich. Okay, gut. Er hat normalerweise auch keinen super safe switchen in das Teil. Ich würde fast schon auf die Whiz, hier auf seinen Impoleon auf Whiz gehen. Ja. Ich meine, er könnte theoretisch auch in Entei gehen. Was ich gleich ehrlich gesagt predikten möchte, aber irgendwie lohnt sich das nicht. Ich glaube, ich gehe einfach mal auf Hex. Okay. Beziehungsweise ich werde erst Wispen, glaube ich. Wobei, nein, Straight Hex ist besser, glaube ich. Ah, perfekt. Ja, deswegen. Sehr schöner Chip Damage. Okay. Oh, okay. Oh, nice Damage. Wir sind heute ein bisschen lucky mit den Crits, muss man sagen. Ja. Die Burns besonders. Es mattert halt nicht besonders, oder? Nee, es mattert auch nicht. Also. Die Sache ist halt jetzt. Oh. Kommt der halt nicht mehr in Rocks rein, aber. Ich sehe gerade, wir haben 200 Speed, okay. Ja, wir sind also ziemlich defensiv ausgelegt. Ja, das ist eigentlich ziemlich gut. Muss hier eigentlich auf die Edge gehen? Denke ich. Können wir nicht einfach in Latias gehen? Können wir machen, ja. Also weil wir leben sowieso alles. Wir leben aber alles von ihm, denke ich, oder? Edge ist eine Roll tatsächlich. Okay. Wir können theoretisch auch in Kelio gehen, weil ich nicht glaube, dass es viel macht. Ja, dann können wir auch, genau, dann geben wir mal einen Kelio. Ja, Kelio. Vielleicht ist er auch überhaupt gar nicht gebandet. Okay, und vielleicht trifft er okay. auch einfach gar nicht. Ja. Wir könnten jetzt theoretisch raus, aber ich glaube nicht, dass er wechselt, weil er. Also ich würde eigentlich gerne hier einfach auf Scald gehen, weil er wechselt theoretisch nicht mehr auf die Rocks rein. Ich würde fast auf Secret Sword gehen, allein wegen Impoleon. Stimmt, okay, ja. Ja, ich glaube, dass er jetzt in Celebi geht. Das müsste ja eigentlich sein bester. Ja, dann ist egal. Okay. Okay. Alles ja, gut. Perfekt. Keine starke Prio mehr auf seiner Seite. Also, so wie ich sehe, sollte eigentlich Chandelure auch schon durchgehen. Ja, Chandelure macht besonders. Je nachdem, was das für ein Celebi ist. Ich glaube sogar, das ist offensive. Ehrlich gesagt. Es würde mit seinem Team auf jeden Fall Sinn machen, ja. Wir können ja eigentlich wieder ziemlich safe raus in Scissor. Scissor oder Chandelure? Ja, Chandelure können wir auch machen. Stimmt, wir sind ja auch ziemlich bulky eigentlich. Ja, wir können auch in Chandelure gehen. Ja, ansonsten, ich meine, er hat nicht wirklich einen Switch-In. Chandelure ist auch genau, das ist nämlich, wenn wir in Scissor gehen, dann kann er halt immer wieder in Impoleon. Und ich denke, das bringt uns jetzt so langfristig ein bisschen mehr. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Hast du ich einfach Will-O-Wispen? Yep. Ja. Alles gut, und jetzt werde ich aber trotzdem taunten. Ja. Glaube ich. Ja. Wir sind Leftovers, oder? Okay, also ja. 1-1 Grad leben wir dann auf jeden Fall ganz easy. Okay, nicht so easy, wie ich dachte, aber... wir bekommen jetzt auf jeden Fall wieder einen safe Switch-Out, was ganz schön ist. Und zwar, möchtest du einen Ladi oder Keldeo? Ich überlege mir gerade einfach drin zu bleiben und ihn zu killen, wenn das killt, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Hex? Nee, ich denke nicht. Ich denke nicht. Ja, ich kann das. Obwohl, wir sind modest, ne? Ja, wir sind eben modest. Ziemlich viel Bulk, aber modest. Okay, das Set gibt's hier irgendwie nicht, aber. Nee, stimmt, ich hab's auch gesehen. Aber sonst können wir. Moment mal. Vom Damage her ist das ein bisschen weniger als Garf. Nee, wir sind gar nicht modest. Sehe ich gerade. Doch, wir sind modest. Echt? Ach, dann sind wir aber modest mit. Aber. Falls das Bedarf ist, macht das sowieso nichts. Also, ja. Okay. Wir können, glaube ich, rausgehen. Ja. Ich würde, glaube ich, sogar hart Raikou gehen. Ja, warum nicht? Ja, wir brauchen halt auch nicht. Wir brauchen nicht unbedingt Health auf dem Teil. Nein, wirklich nicht. Und selbst wenn Scald macht, gar nichts. Ja, eben. Der Burn wurde auch genervt, also es passt alles gut. Genau. Perfekt. Willst du einmal auf Calmind gehen? Ich will auf Calmind gehen. Okay, super. Ich meine, wir werden zwar mit dem Set ein bisschen von Celebi gewallt, aber Celebi kann uns halt auch nicht viel back machen.
Richtig, deswegen. Das hat halt, okay, wenn es einen Nasty-Plot hätte, wäre es ein bisschen. Ja, wäre es nicht so schön. Wie gesagt, es sollte eigentlich ein Nasty-Plot sein, aber wie gesagt, ja. Wir können auch die ganze Zeit zusammen. Ja, eben. Das ist es nämlich. Und irgendwann macht der T-Bolt dann halt auch mal sehr akkuraten Schaden. Ich glaube, ich würde jetzt sogar Subs spammen. Ja. Okay. Er ist Leftovers. Er kann auch sehr gut Defensive sein eigentlich. Nee. Okay, ja. Er ist doch Nasty Plot. Mal sehen, ob das Nasty Plot für die Attacks ist. Oder er hat Genesung drauf. Das ist aber generell eigentlich kein Problem, weil wir noch Luddy haben in der Not. Aber er hat Psychic. Okay. Der auch ziemlich guten Schaden macht. Okay. Ja, Psychic. Das ist schon mal ganz, ganz gut. Ich glaube, ich gehe nochmal auf Carmine. Ja. Oh, okay. Wie viel haben wir gerade gemacht? 29. Okay. Also wir bekommen auf jeden Fall noch zwei T-Balls raus. Zwei T-Balls und dann... Okay. Nett. Ah, er hat noch Giga-Drain, okay. Das ist kein Problem. Jetzt ist hier Scissor schneller. Genau, alles jetzt gut. Ist es auf jeden Fall gegessen. Ich meine, mit Bullet Punch hätten wir es wahrscheinlich auch ausgenommen, aber so geht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Okay. Und ja, Draco hat ab der Range auch sowieso gekillt, also kein Problem. Ach, Scissor, du bist einfach so gut. Ich meine, wir haben gerade geparat, aber es mattert halt, glaube ich, nicht so viel. Nee, ich denke auch nicht. Also ich glaube selbst, dass wir bei... Obwohl, würden wir eine Psychic leben? Die wird, warte mal, Steel Resisted Psycho? Ist das so? Ich weiß es gar nicht. bei manchen Typen bin ich mir wirklich nicht sicher, was genau Resisten. Das ist immer bei Pokémon sehr interessant. So, okay, aber, das Gute ist aber, wir kriegen wieder ein bisschen Help hier mit Chandelure. Celebi bekommt nachher noch Rocks Damage. Celebi ist jetzt halt auch kein Switchen mehr in Keldeo, weil er wahrscheinlich kein KP-Investment hat oder nicht viel. Okay. Hat das Shadow Ball? Das kann... Ich denke, es hat wahrscheinlich Earth Power oder Shadow Ball. Vielleicht hat sogar Hidden Power Fire. Ich weiß ja, es nicht. Ja, die Sache ist halt, wollen wir den Switch-Out hier riskieren, weil... ich meine, wir können hier theoretisch... An sich gewinnen wir eigentlich mit Scissor. Also ich würde hier sogar drin bleiben. Ja. Psychic, ja, passt. Gut, super. Die leben wir dank des Bulks wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob wir die sonst auch gelebt hätten. Ich glaube. Nee, ich glaube nämlich auch nicht. Ich glaube nicht. Das wäre wahrscheinlich sehr knapp geworden. Und der kommt mit dem Polion rein. Okay, Ist es uns nicht egal, wenn er jetzt defogt? Ich meine, ich will einfach nur Damage drauf haben, damit Caesar gewinnt. Ja. Also ich glaube an der Stelle auch nicht, dass er defogt. Das wäre... Ja, das wäre komplett senseless irgendwie. Also, die Rocks machen halt nicht mehr so viel für uns. Okay. Ja, Keldeo. wie hoch ist sein Florges? 46, okay, 46, ja, Rocks liegen auf jeden Fall, also kein Problem. Ja, genau. Ich will eigentlich so sehr predicten, dass er einen Chrysalis gehabt hat, aber ich glaube, es lohnt sich nicht, oder? Doch, das könntest du, wir können eigentlich auf, möchtest du dann auf Hydro rücken? Nein, ich würde in Scissor gehen, das Hydro wird nicht töten, glaube ich. Ah, okay, ja, stimmt. Ich glaube, ich würde einfach sogar auf Caesar gehen. Ja, mach. Ich denke, wir würden es auch sonst einfach mit Laden. Ja, perfekt. Erfolgreiche Prediction. Sub, okay. Oh lol. Ich meine, das ist kein Problem eigentlich. Ist das Subcall meint? Interessant, aber gut, wir brechen mit Bullet Punch jetzt auf jeden Fall. Genau. Und yep. Das macht gar nichts. Also ich werde hier nicht rausgehen. Nee. Geh nochmal auf Swords Dance. Ja, also gegen Cresselia können wir uns wirklich super schön aufsetzen. Ich glaube... Ist das Subtoxic? Weiß ich nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwie Subcall Mind ist, aber dann... Dann okay, müsste also ich glaube, das ist jetzt gegessen eigentlich. Ja, ich glaube, killt Bullet Punch an der Stelle. Auf jeden Fall, oder nicht? Ja, es ist vierfach resisted. Ach stimmt, das ist ja vierfach. Oh, wir kriegen auch nicht den Burn, das ist schön. Ja, selbst dann hätten wir noch gewonnen. Genau, selbst das wäre auch egal gewesen. Ja. Und ja, das ist dann wohl GG. Ja, die Power of Scissor, ne? Sehr, sehr starkes schönes Ding. Mon. Ja, sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Ja. Und haben wir noch Zeit für ein Match? Ich glaube eins. Warum nicht? Ja, das ist doch schön gelaufen. Auf jeden Fall. Oh, okay. Victini? Ja, ich habe mir das selber gedacht, glaube ich. Ich kann schwören, das war eigentlich BL. Ja,
Ich sehe es gerade auch zum ersten Mal überhaupt. Aber gut. Wir brauchen Rocks. Wir brauchen Rocks. Aber das Team ist generell sehr stark Six-Gen-OU-lastig und wahrscheinlich mega Shapido. Das wird sehr gefährlich. Das wird sehr gefährlich. Aber es ist ein sehr, sehr cooles Team. Aber ich glaube, wir können einfach mit Krokodilien. Sieht echt sehr angsteinflößend aus. Ja. Gengar, okay. Okay, ja, ich weiß nicht, ob er hier direkt auf F-Blast drücken möchte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt killt. Aber, ja, doch, ich glaube schon. Also, wenn er Live-Op spielt, auf jeden Fall. Wir sind bulky, Moment. Sind wir bulky? Gengar? Ah, doch, wir haben KP, das stimmt. Wir haben KP im Best. Oh, das gilt trotzdem. Oh, okay. Also ich glaube fast schon nicht, dass er hier rauswechselt, weil er wahrscheinlich einfach zu viel Angst vor dem Pursuit haben müsste. Dementsprechend. Haben wir kein Switch-In. Richtig. Also wenn überhaupt, dann. Ich weiß nicht, ob Scissor. Nee, Scissor ist auch kein Switch-In, denke ich, oder? Shadow Ball, ich weiß nicht, du kennst dich so mehr mit Six Gen OU. Wirklich aus. Nicht, also Gengar ist doch ziemlich gefährlich. Ja. Ich gehe einfach mal Knock Off und er wird und uns. Und wir dodgen leider nicht, okay. Er ist live Orb. Das ist schade, aber. Ja, die Rocks hätten gegen ihn auch tatsächlich was gemacht, weil. Ja, das wäre halt ganz schön gewesen. Ich glaube, ich werde jetzt in Raikou gehen und Kalmein drücken. Ja, das ist eine Ansage. Eigentlich haben wir Rocks gebraucht. Ja, machst du nix, ne? Machst du nix. Ja. Aber die werden halt auch nicht unbedingt immer mit Focus Blast gespielt. Aber gut. Ich glaube, wenn er Sash gewesen wäre, hätte uns das mit Sash auch gekillt. Wahrscheinlich mit Sash wahrscheinlich nicht, aber das ist ein schlechtes Set. Ja, mit Sash ist ja besonders jetzt mittlerweile, wo es keine Schweben mehr hat. Aber hätte ja sein können, wenn er es schon im Lead spielt. Naja. Wir können jetzt, glaube ich, in Raikou gehen. Ja, denke ich auch. Ich meine, eine andere Idee habe ich, glaube ich, nicht, denn wir haben gleich verloren, glaube ich. Abwarten. Okay, oder wir können jetzt theoretisch, wollen wir seinen Ladi-Switch sonst einfach predikten? Oder, obwohl, nee, nicht unbedingt. Ich meine, es lohnt sich irgendwie nicht. Okay. Vor allem, wenn er in Caesar geht. Oh, das ist super. Okay. Damage drauf. Nice. Das ist Choice Bandit, würde ich behaupten. Vom Damage her. Da bin ich mir nicht so sicher. Okay, Victini kommt rein. Ja. Ha. Ehrlich gesagt, ich glaube einfach, dass er nochmal U-turnt. Ja. Super. Ja, und jetzt darf er mal seinen Thunderbolt Switch suchen. Gut, das ist Ladi. Warum geht er nicht in Ladi? Ich glaube, der hat Angst vor dem Spiel. Gut, das stimmt, aber Scissor braucht er am wenigsten irgendwie. Okay, jetzt fehlt der U-Turn, also. Verliert leider überhaupt nichts mit U-Turn. Nee. Das ist das Problem. Ich glaube, wir können in Keldeo gehen und dann aus seinen Latias zurück in Scissor. Ja, ich glaube, das ist gut. Oh, oder das kommt rein. Ah, nervig, ich kann jetzt Rocks legen. Stimmt. Ich glaube, ich gehe zuerst in Chandelure. Okay, geht einfach. Okay, das ist gut. Oh, und wir kriegen kein Drop, das ist sehr schön. Und ich kann hier taunten, weil er kein Switch hat. Er hat irgendwie ein Riesenproblem mit Ghost Tapes. Ja. Wobei, Shapido könnte rein switchen, aber das ist kein Problem, solange wir Keldeo haben. Ah, nice. Oh, okay. Okay, jetzt kriegt irgendwas die Wiz. Dann hat er wahrscheinlich gar keine Rocks, oder? Hat man auf dem Call mein Set Rocks gespielt? Eigentlich nicht. Nee. Latias, okay. Also, wir. Wollen wir das nicht einfach weghaben? Ja, also wir müssten eine Attacke von ihm erleben. Also. Oder ich könnte auch in Scissor gehen. Ja, stimmt. Ja, doch. Ich glaube, ich auch in Scissor. Ja. Slashock. Ja, perfekt. Und was hindert uns jetzt eigentlich an U-Turn? Gar nichts. Ich meine, ich glaube nicht, dass er Hidden Power Fire hat. Die haben eigentlich nie Hidden Power Fire. Ja, und selbst wenn. Also ich glaube auch nicht, dass die killt. Ja, er hat irgendwie Riesenprobleme gegen U-Turn vor allem. Ja. Also ja, da war ich wahrscheinlich etwas voreilig. Oh, okay. Okay. Das ist jetzt aber in the end gar nicht mal so schlecht. Warte mal, killt Raikou? Oder möchtest du, du sonst in Keldeo? Wir könnten in Keldeo gehen. Ja.
Ja. Ja, an sich ja. Auch gut, Sharpedo kann ja nur seinen Speed boosten, ich glaube. Wobei, er sieht mir ziemlich defensiv aus. Mit seinem, meinst du mit seinem Laddi? Ich glaube, wir drücken lieber Hydro. Ja, wir treffen auch. Ich Perfekt. bin heute da relativ mutig. Ja. Aber es ist ja kein Problem, solange wir treffen. Ja, aber ich finde, Hydro ist auch so ein Move, wo man, also, die 80% Accuracy, es kommt einem irgendwie normalerweise vor wie 60, aber heute ist uns das Glück, was bei der Hydro dann doch rollt. Das ist ganz schön. Das Problem ist jetzt, er bekommt mit Clef wahrscheinlich jetzt den Call Mind raus. Ja, aber solange es nur einer ist, können wir damit Ja, leben. genau. Ich würde jetzt zurück in Chandolo gehen. Ja, auf den Flamethrower vielleicht auch scouten, ob er den hat. Ja. Normalerweise spielt man das Core Mindset mit Coverage Move, ne? Ich hab's öfter gesehen mit Flamethrower, zumindest im UU. Ja, das So. macht doch. Oh, okay. Ich werde hier nochmal wispen. Sehr schön. Okay, nice. Ah, okay, schade, der ist ein bisschen. Der ist ein Das bisschen ist unfort. etwas nervig. Aber ich glaube, das können wir verantworten. Ja, das macht ihm noch genug. Wollen wir jetzt raus auf Scissor oder möchtest du drin bleiben? Wir könnten. Oder einfach wieder taunten? Ich will taunten, ja, Ja, taunten. einmal auf jeden Fall noch taunten. Okay, Moonblastet einfach weiter. Oh, Freunde, kommt dreimal hintereinander. Ja, Ja, gut. das ist nicht so nett. Also Ich dachte früher, es hat 40%, aber es hat tatsächlich nur 30%. Von daher. Ja, genau. Ja, okay, super. Das macht gar nicht mal so wenig. Oh, es Ich wäre würde hier so roosten. schön. Die Ich Rocks würde. wären jetzt so schön. Ja. Ja, das wäre super, aber. Okay, hat er einen Flammenwurf? Hat er nicht, scheinbar. Ich habe kein Problem. Möchtest du? Ich würde jetzt Bullet punchen, glaube ich. Ich würde Oder auch Bullet möchtest du punchen. turn? Ja, okay, super. Nee, nee. Also, die Rocks wären so schön für Victini. Aber Oder ich gut. weiß gar nicht mehr, ob wir was von Sharpedo leben. Ich schau Das mal nervt mich eben. gerade. Ja, das hat jetzt den siebten Genie Psycho Bytes da bekommen, ne? Ich wusste hier. Ich wusste hier. Ja. Oh, komm. Ich wusste es Ja, einfach. perfekt. Oh, Oh, er oh. misst sogar. Mensch, das ist aber ärgerlich. Okay, nettes Ende. Wow. Para. Mm. Möchtest du noch mal roosten? Ich meine, wir lassen es dann jetzt mehr oder weniger auf die Para ankommen, aber Ja, deswegen obwohl würde ich ich rausgehen tatsächlich. ja. Einfach ein U-Turn. Oh, okay, aber Nicht ja, riechen. ich glaube, wir würden das gegen Sharpedo verlieren, denke ich. Also, Ladi überlebt keinen Knirscher. Wir haben auch nichts, mit dem wir den Speed irgendwie noch boosten können. Wobei, warte mal, Wir haben noch Keldeoth. Keldeo, wir haben Keldeoth Keldeo. geht jetzt gerade, Alles ja, gut. stimmt. Ja. Dann gibt's ein Predict-Spiel, wobei ich kann dann gleich, ich kann sogar das Gold drücken, glaube ich. Ich drücke hier einfach Draco. Dann roost ich. Wie viele PP hat bei Dann uns sack Raikou? ich, glaube ich, Raikou? Oder Chen eigentlich Chandelure. Ich könnte Ja, mir auch eigentlich. gut vorstellen, dass er switcht. Macht aber scheinbar nicht. Nee. Okay. Er hat jetzt gleich keine Bolt Strike PP mehr. Das ist sehr Okay. interessant. Oh, okay. Okay, das ist ein guter Das Turn für uns. ist das Unlucky, ja, definitiv. Je mehr Definitiv. wir zum Sacrificen haben, desto besser. Und ich glaube, es wird gleich auf eine 50-50 ankommen. Aber Ich glaube, ich gut. kann hart in Keldeo gehen, oder? Meinst du, er protectet jetzt? Er muss eigentlich nicht. Er kennt ja unser Ich Set. meine, wobei eigentlich verlieren wir. Ja, also ich würde jetzt einfach drinbleiben und Ja, Chandelure stacken. ich würde hier wispen. Flame Buddy, Flame Buddy, Flame Buddy. Ach, das hat Flame Buddy, okay, gut zu wissen. Jo, oh, das wäre jetzt perfekt gewesen. Ich glaube aber tatsächlich, wir leben Psychic Fangs. Okay, perfekt. Nee, die leben wir nicht. Okay. Die leben wir nicht, Okay, nee. ciao. Okay, schade. Okay, GG. Ja, ich weiß nicht, den Knirscher leben wir wahrscheinlich auch nicht mehr mit Niemals. Ladi. Nee. Oh, das ist schade. Ja, gut, aber gut, das Team tut sich etwas schwer gegen Sharpedo. Ich hätte wahrscheinlich Scissor healthy werden sollen. Ja.
Wobei, ich glaube, Scissor bekommt von Knirscher halt auch Millionen, besonders weil es kein KP-Investment hat. Oder wenig, ich weiß es gar nicht. Also es war auch ziemlich wenig, so ziemlich wenig. Ja, schade. Naja, schade. Aber das war's auf jeden Fall für die Live. Wenn euch die Live gefallen hat, dann lasst doch mal eine positive Wertung da und schaut doch mal beim lieben Taudor vorbei. Und danke, dass du dabei warst. Ja, Mensch, immer wieder gerne. Ciao, Leute. Ciao.